Willkommen zurück, Leute. Alien Isolation mit mir, dem Nichols. Wir spielen weiter, müssen den Fahrstuhl erreichen, der bis mir so noch gar nicht geht. Wir brauchen eine Datenzelle, Sensorzelle, auf jeden Fall eine Energiezelle für den Sicherheitsschreiber. Und wir kommen an diesen Leuten nicht vorbei oder halt irgendwie nur sehr schlecht an diesen Leuten vorbei. Und deswegen gucke ich mal, ob ich hier mit diesem System irgendwas überbrücken kann. Wir machen einfach mal hier das Lautsprechersystem an. Und ich habe gesehen, dass hier auf der anderen Seite auch noch einer ist. Mal sehen, wofür der ist. Oh, der ist für das Gleiche. Okay. Wir haben jetzt auf beiden Seiten die Strom-Dinger eingeschaltet und wir müssen jetzt irgendwie an diesen Typen da oben vorbei. Da drüben. Was? Scheiße! Ich hab jemanden gesehen! Aua! Wo ist sie denn? Da! Bam! Stirb! Alter! Was war das denn jetzt? Erstmal Medipen. Oh, ich glaube, der hat einer auf mich geschossen gerade. Was ist denn schon wieder? Von wo denn? Wo kommen die denn jetzt her? Jetzt durchsuchen wir alles nach mir, oder was? Was soll das? What the fuck? Ich will doch einfach nur da vorbei. Das finde ich nicht so cool. Bau eine Datenzelle. Ich habe denen doch gar nichts getan. Oder? Ich glaube nicht. Hier ist alles safe, so. Jetzt sind die weg. Wo kommen die denn jetzt? Also wo kamen die denn gerade her? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber vielleicht. Ach Leute, das war hier das Teil. Oh, da gehst du mir auf den Sack. Hallo. Okay, da hinten ist einer. Und hier vorne ist einer. Los, wir schaffen das. Die gebe ich jetzt direkt eine. Flink, 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 flink. Ah, wo? Wo? Da hinten. Lauf, 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 lauf. Aua. Der hat mich getroffen. Geh auf die doofe Tür. Alter. Kann ich ein Medipack bauen? Nein. Mir fehlt eine Impfpistole. Scheiße. Egal, dann muss es so irgendwie gehen. Okay, einen habe ich ausgeschaltet. Nein, die stand direkt neben ihm, Alter. Warum kamen denn da jetzt zwei raus, ey? Scheiße. Komme ich jetzt nur durch, indem ich kämpfe? Wirklich? Ist das so ein bisschen? Kampfgeräusche können das Alien anlocken. Tun sie das auf eine Gefahr. Ja, ey, wenn das Alien jetzt mal kommen würde, ne? Dann wäre echt einiges wesentlich leichter, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Shit, ey. Boah, wie lächerlich.
kann ich vielleicht irgendwie mit der Fackel jemanden anlocken? Da steht einer. Da ist einer hochgegangen. Die andere ist da oben. Bleib wach, du Depp. Wenn wir das hier schaffen wollen, musst du am Leben bleiben. Komm, Junge, ich will dich kalt machen. Hey, du! Leute, wir sind nicht allein. Stellt sicher, dass wir die Waffen nachladen. Ha! Mann, warum sieht der mich denn jetzt schon wieder? Alter! Esse! Reiß dich doch mal, ey. Wie ärgerlich ist das denn? Bevor ich den sehe, knallt der mich ab. Ich krieg die Krise. Ich probiere mal was anderes. Moment. Ey, wie ärgerlich. So, ich kann ja hier auch Transitdinger rufen. Das mache ich jetzt nämlich einfach mal. Dafür brauche ich Strom. Kann ich das vielleicht hier umlenken? Warte mal, was ist denn? Wenn ich das komplett so... Also wenn es dunkel... Falls Sie etwas so, an unserem Transitdienst okay. zu bemängeln haben, füllen Sie bitte eines der zur Verfügung gestellten Formulare aus. Nee, ich habe gar nichts zu bemängeln. Das ist einfach nur Scheiße. So. Ist hier jetzt irgendwas Wertvolles drin? Dieser Waggon für das Solomons Habitat. Ja, aber von da komme ich doch. Unser Menschen- und Synthetenteam dankt Ihnen für Ihre anhaltende Nutzung des Sevastopol-Transitsystems. Ja. Du bist auch so ein Sevastopol-Transitsystem. So. Jetzt probieren wir mal was anderes. Es kommt mir vor, als sind wir rum und warten auf den Tod. Ja. Das ist durchaus, Ich glaube noch immer, dass wir mehr Vorräte brauchen. Waffen, Nahrung, wo immer wir das finden. Hallo. Ich muss den Typen ausschalten, und zwar ziemlich bald. Alles klar. Jetzt Ruhe. Ist da wieder so eine Olle, Alter. Mann! Was soll denn der Bullshit, ey? Ich komm da doch gar nicht durch. Ich kann die nicht besiegen. Es geht nicht. Ich habe weder eine Pistole noch irgendwas, um die anzulocken. Gar nichts. Das Einzige, was ich machen kann, ist wirklich hier so eine scheiß Leuchtfackel jetzt mal probieren. Aber ich muss ja da durch. Das sind, keine Ahnung, 5 oder 26 Leute. Was die Scheiße soll, ey. Und ich komme ja nirgends weiter. Also es ist ja nicht so, als wenn ich da irgendwie gar nicht lang müsste. Das ein paar Wichser. So, ich probiere jetzt die Leuchtfackel. Wartet mal. Tür verschlossen. Hat jemand das Licht gesehen? Hey! Oh, Mann! Das gibt's doch nicht, Alter! Ich hab ne Fackel geworfen, Junge! Ich hab doch ne Fackel geworfen, Alter! Weißt du? Jetzt ist auch irgendwo mal gut, ey!
Ich muss mir mal kurz wieder eine geben. Der schießt durch die Wand! Habt ihr das gesehen? Der hat durch die Wand ge... Das sind ja wieder zwei. Von mir aus hier alle beide drauf, ey. Nein! Dritter Wichser! Das kann... Das ist gerade voll lächerlich, dass ich das nicht schaffe. Fuck, ey. Ey, weißt du, die da reinzulocken ist gar nicht so dumm. Und wenn ich es dann halt schaffen würde, dass die, dass die hier reinkommen und dann ich die Tür und ich dann die Tür zumachen kann. Und das jetzt gesehen haben? Das ist eine doofe Lampe. Nein. Kommt keiner. Warum nicht? Ich erschrecke mich vor dem Ding zu Tode. Jemand gesehen? Wir haben sie verjagt. Das war's. Seid ihr blöde? Direkt hier vor euren Augen liegt so ein Ding. Dann werfe ich jetzt halt damit ab. Echt jetzt? Ja, wenn du da drüben gerade einen gesehen hast, dann guck doch mal. Ja. Gut, Tür geht zu. Tür geht zu. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das sieht jetzt schon nicht so schlecht aus. Kommt schon. Kommt hier rein. Tschö. Bitte, 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 bitte. Aber die kommen halt nicht. Wenn mir dieses Ding auf den Sack geht, wa? Oh. Jetzt kommt hier doch eine, oder was? Die habe ich doch gar schon die Treppen runtergehen gesehen. Oh, jetzt ist die wieder weggegangen, Alter. Oh, ihr macht mich echt verrückt. Muss ich doch wieder hier lang. Okay, hier rum. Leise. Hier rein komme ich nicht. Na los, irgendjemand wird schon Hilfe schicken. Bestimmt. Aber wann wird die eintreffen, ist die Frage, ne? Okay. Rettungsschiffe sind unterwegs, oder? Ich muss irgendwie da auf die obere Ebene gelangen.
Sind sie einer? Jedes Geräusch lässt mich erzittern. Wo zum Teufel ist das Ding hergekommen? Ja, das weiß keiner so genau. Hallo. Oh, jetzt sind da wieder zwei. Eins, zwei. Was war das? Nein. War nichts weiter. Ist doch besser so. Es war nämlich gar nichts weiter. Das war auch nichts. Komm schon. Ja, du siehst gut aus. Du hast meinen Freund getötet! Ja. Haben das alle gesehen? War aber nicht meine Absicht. Aua! 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 Mann! Ich hätte abhauen sollen. Ich hätte wirklich abhauen sollen. Scheiße, ey. Wie krieg ich denn die Typen weg? Wie krieg ich die Typen weg? So langsam geht das wieder dem Frust wieder los, ne? Machen wir einmal lang. Jetzt sind wir hier ganz doll langsam. Leise und wohl bedacht. Da ist ein Typ. Drei Leute sind es. Diese ganze Station ist ein Wrack. Wir haben nur getan, was wir mussten. Okay, der guckt noch. Die anderen beiden sind jeweils da oben. Komm schon, geh weg. Verpiss dich! So ist fein. Was zum Teufel war das denn? Sieht die mich wieder? Na? Wie schaut's jetzt aus? Ah, du siehst gut aus, mein Freund. Du siehst gut aus. Ich glaube, sie waren da drüben. Ein Einstrahl! Heilige Scheiße! Geh hier auf, geh 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 hier auf. So ist fein. Ja, schieß schön rum. Schieß rum, wie du willst, mein Freund. Das hilft dir nicht. Einer deiner Kollegen ist tot. Einen habe ich ausgenockt. Schnell. So. Kollege 2 geht auch gleich drauf. Sie müssen hier irgendwo sein. Ich kann sie nicht sehen. Hier hätte ich einen Plasma-Schneider brauchen können, aber gut. Komm schon. Komm schon, kommt da durch! Ihr müsst da durchkommen. Bitte, bitte, bitte. Aber die kommen halt nicht. Wo zur Hölle ist sie hin? Einer ist da hinten, einer ist da. Ich hasse es, dass wir das tun müssen. Guys, this is going very well here. This is going very well here. Die ist auch down.
bleibt nur noch sie. Und sie ist geistig verwirrt. Vorausgesetzt, hier ist jetzt keiner mehr. Nein, hier ist keiner mehr. Schön. Ich habe probiert, ob die vielleicht auf das bisschen reagiert, aber irgendwie. Okay, passt auf. Ich gehe auf vollstes Risiko. Nimm jetzt hier so ein Medipack. Hau mir das rein. Jump dem Typen an. Und gib dem richtig hart eine. Auf Risiko, dass da hinten auch noch eine ist. Oh, wie uncool. Ey, da liegt ein Revolver, Alter. Geh zu. So, ist fein. So, Tür ist zu. Durchsuchen. Und auch sie. Die haben alle Revolvermunition, aber keine Revolver, oder was? Mach ich wieder die Schatzfackel an. Warum ist denn die Tür jetzt? Das ist Licht. Sie da, wer sind Sie? Ich bin der Typ, der dich kalt machen wird. Ey, wie viel seid denn ihr? Da liegt der Revolver, Alter. Genau da. Mir jetzt mal irgendwie erklären. Ich hab mich das Zeug für Minikit, ey, ich drehe durch. Und da direkt vor meiner Nase, weißt du, liegt ein Revolver. Warum ich den nicht nehmen kann. Hallo. Sind die jetzt alle weg oder was? Das kann ja bald gar nicht sein. Das kann ja bald gar nicht sein. Ich wette. Hier irgendwo ist noch ein einziger. Ein einziger irgendwo. Aber ich sehe halt keinen. Ich höre nur überall alle möglichen Geräusche. Und das finde ich nicht ganz so cool. Was ich richtig cool fände, wäre ein Medikit. Das wäre so die Chance auf Entkommen. Hallo. Aber ich sehe auch keinen mehr. Sind die Leichen eigentlich despawned? Neuverkabelung. Luftreinigung. Von mir aus. Ach lol, wartet mal. Luftreinigung.
ist hier jetzt einfach, ist der jetzt quasi einfach, dass das, oder? Ne, ich dachte. Okay, ich dachte, da wäre dann jetzt so viel, der ganze Raum voll mit Rauch, dass man mich nicht sehen würde. Aber da habe ich falsch gedacht. Ich sehe keinen mehr. Ich sehe gar keinen mehr. Hier ist tote Hose. Hier ist gar nichts mehr. Eher sehe ich das Alien, als dass ich hier irgendwie andere Gegner sehe. Aber ich meine, okay, vielleicht habe ich Glück, weißt du? Hallo? Nee. Nichts. Gar nichts. Ich sehe keine Person. Da kann ich mich ja eigentlich hier frei rumbewegen, ne? Wo geht's da hinten eigentlich lang? Weiß es einer? Weiß wahrscheinlich keiner so genau. Guckt mal, schön sieht's hier aus. Hier, da geht's zu den Kitchens. Schön. Okay, aber komme ich nicht rein. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Überlebende blutig kalt gemacht. Das Ganze hier so ein bisschen wie DayZ, habe ich das Gefühl. Wie DayZ aus Ego-Perspektive, nur noch arschiger. Weil in DayZ hätte ich wenigstens irgendwie, keine Ahnung, die Möglichkeit, oh, das sieht ja auch nett aus. Na, gehen wir mal rein. Okay. Ach, jetzt auf einmal, oder was? Nice, sieht aus wie ein Vorratsschrank. Cool, ja. Schrott. Bindemittel. Haben wir vielleicht eventuell wirklich gar nichts? Plasmaschneider haben wir nicht. Suche. Wie leer. Tolle Wurst. Warum genau war ich da jetzt hier drin? Dann jetzt nicht so hilfreich, Leute. Überhaupt gar nicht hilfreich. Dann hier hoch, komm. Und hier raus. Ja. Hilft ja auch nichts, ne? Ich meine, geht er hier offensichtlich vorerst nicht weiter. Das heißt, wir gehen hier durch die Tür. Hier ist auch wieder so ein Neuverkabelungsding. Die Dinge habe ich noch nicht so ganz. Ich ziehe Luft rein. Hallo? Sieht fast so aus. Der Weltraum. Unendliche Weiden. Dies sind die Abenteuer von Amanda Ripley. Ein langes Treppenhaus. Schöne Station. Ein paar Trümmer, die hier rumfliegen. Okay. Aber unser Schiff sehen wir nicht.
keinen Strom dafür. Nein, nichts. Mainframe System. Also ist schon Ende. Okay. Gehe ich gleich rein. Erst gucke ich noch. Ich höre doch auch irgendwo schon wieder so ein Piepen. So ein vertrautes Speicherpunkt-Piepen. Das mir nach meinem momentanen Rage-Level sehr gut kommen würde. Sehr gelegen sogar. Was war jetzt das? Krasse Musik, keiner weiß warum oder wie? Sehr gut. Was war das? Das klang gerade wie... wie so ein Schacht. Ey, hör ich Schritte oder bin ich das selbst? Ich weiß es immer nicht, ne? Und wo ist das Scheißpiepen von dem Scheißspeicherpunkt? Oh lol. Was ist da denn am Piepen? Oh. Aha. Da ist gerade ein Cheeseburger rausgefallen. Da ist der Speicherpunkt. Okay, speichern. Das ist jetzt nicht beängstigend, sondern einfach nur stressig. Okay, wir speichern. Und dann kann ich nämlich direkt Tschüss sagen. Finde ich gut. Ja, ich glaube, es war sogar eine extra etwas längere Folge, weil ich mich so aufregen musste. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Durch meine Inkompetenz ist es länger geworden und wahrscheinlich auch ziemlich langweilig zum Zugucken. Es sei denn, für die, die mich etwas kennen. Revolver aufnehmen. Okay, in der nächsten Folge, alles klar. In der nächsten Folge gibt es einen Revolver, dann baller ich einfach alles nieder. Haut rein, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.